fischig. Das ist ja. Mein Name ist Susanne Krämer-Buttgereit. Ich darf das Kommunale Integrationszentrum Köln leiten, seit 6 Jahren schon, von Beginn an. Wir gehören dem Amt für Integration und Vielfalt an, direkt bei der Oberbürgermeisterin angesiedelt. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, weil ihr ist das Thema ganz wichtig. Deshalb ist das so. Die Konferenz machen wir als jährliche Konferenz, um Menschen zusammenzubringen, Expertinnen und Experten zusammenzubringen und Themen zu setzen, die ja, die Migrations- und Integrationspolitik und Arbeit der Stadt Köln nach vorne bringen. Was erwarte ich von der heutigen Konferenz? Dass wir wieder in Austausch kommen, dass wir voneinander lernen und dass wir all das, was in unserer Stadt gut funktioniert in Sachen Integration, hier vielleicht auch nochmal deutlich machen. Denn ich glaube, das ist heute nochmal wichtiger als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ich bin die Henriette Reke, Oberbürgermeisterin von Köln. Und mir ist das Thema Integration ganz besonders wichtig. Es ist eine unserer Zukunftsfragen, wie wir miteinander leben wollen. Wichtig ist eben allen Menschen, die hier zu uns nach Köln kommen, auch das Gefühl zu geben, dass sie willkommen sind. Und damit meine ich ihnen Teilhabe zu allen Möglichkeiten. Das beginnt bei der Bildung und hört bei den Seniorennetzwerken auf, zu geben, sich zu beteiligen, Teilhabe zu haben an allen ökonomischen und auch ökologischen Bedingungen. Und deswegen finde ich auch den heutigen Tag wichtig, weil wir uns darüber austauschen können, und zwar auf Augenhöhe, wie wir das machen, dass wir eine gute, funktionierende Stadtgesellschaft sind. Also in Köln hat das schon Tradition, aber es gibt auch sehr, sehr gute solche Veranstaltungen in anderen Städten, im Ruhrgebiet, aber auch im ländlichen Bereich, was man in Köln vielleicht gar nicht so vermutet. Also insofern, es gibt vieles, was wirklich gut funktioniert und was man auch in solchen Veranstaltungen öffentlich macht. Aber das wird leider ja, nicht wirklich angenommen bzw. nicht wirklich transportiert. Man spricht immer über das, was schlecht funktioniert und zu wenig über das, was gut funktioniert. Und insofern brauchen wir solche Formate viel mehr als ja, die schlechten Nachrichten, die uns so schon ereilen. Das ist ja eine Veranstaltung, in der das Thema Integration in seiner breiten Bedeutung hier ja diskutiert und ausgewertet wird. Hier erwarte ich hier vor allem die Anregungen, Austausch, in dem man auch ja eigene Meinung unter der Lupe stellen kann und dann auch hier sich selbst ja verbessern kann. Und ich freue mich tatsächlich auf alle fast 180 Leute, die sich angemeldet haben. Ich habe schon ein paar getroffen, die ich aus früheren Kontakten her kenne. Und ich finde es schade, dass ich mich in neuen Teile teilen kann. Ich wäre total gern bei allen Dialektischen dabei. Mhm. Ich freue mich wirklich drauf, so viele tolle Leute zu sehen. Ich freue mich auf den Diskurs an den Tischen oder auch am Buffet. Also wirklich, dass wir uns mit den Menschen austauschen heute. Ich weiß, dass es ganz interessante, spannende Themen und Thesen geben wird. Ich freue mich auf die beiden Inputs, also die fachlichen Inputs, ganz besonders. Ja. Das Thema finde ich super spannend. Da geht es darum, dass Integratio aus dem Lateinischen nicht Vereinnahme oder Teilhabe oder so bedeutet, was die Politik uns immer verstehen lassen will, sondern das heißt Erneuerung. Und das finde ich mal einen coolen Ansatz auf das Wort Integration, dass es nämlich heißt, ja, lass uns doch alle gegenseitig uns bereichern. Ja. Ich finde solche Begegnungen so wichtig, weil das ja in der Regel zwischen Mehrheit, Gesellschaft, auch Minderheiten sehr selten stattfindet. Das ist auch unser Problem, glaube ich. Ja, jeder hat ja in seiner Ecke versucht, irgendwie sein Leben auch politisch fortzuführen. Und dann, das führt leider nicht zusammenkommen. Das ist, wenn wir aber zusammenkommen, dadurch ja können wir auch, ja, glaube ich, erstmal Verständigung und gleichzeitig auch ja, Sympathie gegenseitig werden.
Menschen? Naja, ich glaube, das ist ein offener Diskurs, das Wichtigste ist, dass wir anfangen, wieder offen zu reden. Also wenn Schüler zu mir kommen und mir erzählen, dass ihr Lehrer ihnen gesagt hat, der politisch korrekte Begriff für nicht weiße Menschen sei maximal pigmentierter, dann möchte ich darüber reden. Also ich erwarte, weil ich es mir so wünsche, dass die Integrations- und Migrationsarbeit in Köln weiterhin so munter bleibt und sich so weiterentwickelt. Und dass wir als Stadt auch den Menschen und den Themen den Platz geben, den es braucht, um sich weiterzuentwickeln und um die Dinge weiterzuentwickeln. Und zwar immer im Sinne all der Menschen, die hier leben.